Hallihallo zur heißen Nachmittagszeit heute mit einer neuen Folge von Hashimoto 360 Grad. 360 Grad hat es gefühlt, auch hier im Büro bei mir im Dachgeschoss. Keine gute Wahl für den Sommer. Im Winter schon super, aber im Sommer, naja. Okay, wir starten heute mit einem Thema, das auch gut in die Jahreszeit passt, und zwar Vitamine bei Hashimoto. Ich habe am Wochenende bin ich über einen in einer Facebook-Gruppe über einen Post gestoßen, wo es hieß, so eine zusätzlichen Sachen nehme ich alles nicht ein. Das ist Geldschneiderei oder das ist, ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr. Ich weiß nur, dass es hieß, das ist alles Quatsch, kostet nur unnötig Geld und das braucht man nicht. Und da kann ich nur sagen, das ist so nicht richtig. Und ich finde, gerade wenn man Hashimoto hat oder andere Autoimmunerkrankungen oder auch überhaupt andere Krankheiten, dann ist das grob fahrlässig seinem Körper gegenüber und seinen Mitmenschen wie seiner Familie zum Beispiel gegenüber. Wie wirkt sich ein Vitaminmangel auf deinen Organismus bei Hashimoto aus? Ist eine zusätzliche Einnahme von Vitaminpräparaten sinnvoll? Das wollen wir heute besprechen. Und ich kann dazu nur sagen, dass es die Vitamine für den Menschen essentiell sind. Das heißt, er kann sie nicht selbst herstellen. Zumindest nicht in den ausreichenden Mengen, wie er sie eigentlich braucht. Da haben wir allerdings auch zwei Ausnahmen. Von den bisher 13 bekannten Vitaminen gibt es 11, die der Mensch tatsächlich nicht so herstellen kann. Und bei zwei gibt es halt eben die Ausnahme. Das ist einmal das Vitamin D. Das kann hergestellt werden mit Hilfe von Sonnenlicht in der Haut und hier wird dann das Ganze aus Cholesterin synthetisiert. Und dann gibt es noch das Vitamin B3. Das kann man gegebenenfalls aus der Aminosäure Tryptophan herstellen. Das sorgt aber dafür, dass das Tryptophan wieder an anderen Stellen fehlt, was wiederum nicht so optimal ist. Nimmt der Mensch nun nicht ausreichend Vitamine mit der Nahrung auf? Und hier können wir schon gleich einhaken. Ich habe ein Video gesehen von den Ernährungsdocs, wo einer dieser Ernährungsdocs gesagt hat, dass es absolut ausreichend ist, was an Vitaminen im Gemüse hier in Deutschland oder auch in Europa drinsteckt, weil die natürlich auch die Böden sind ja schon reich an Vitalstoffen und an Mineralstoffen. Und da kann ich ganz, ganz klar sagen, ganz großer Bullshit. Wenn man sieht, was in den Jahren hier, in den letzten Jahren für Raubbau auch auf den Äckern betrieben wurde, kann ich mir absolut gar nicht vorstellen, dass hier noch in irgendeiner Art und Weise das Gemüse, wenn es denn mal aus dem deutschen Lande kommt oder aus dem europäischen Bereich, noch so viel Vitamine hat, dass wir unseren Vitaminbedarf, gerade wir mit Hashimoto, nur mit Gemüse und Obst decken können. Ganz großer Quatsch. Ja, bei einem leichten Mangel kann das bei einem Menschen dazu führen, wenn er einen leichten Mangel an Vitaminen hat, also hier und da fehlt mal ein bisschen was, vielleicht nicht ganz so viel Gemüse gegessen, dann kann das ein leichtes Unwohlsein haben, was ihn so ein bisschen begleitet. Das können verschiedene Befindlichkeitsstörungen sein, die ihn begleiten. Und wenn man diesen Mangel nicht behebt, dann kann das chronisch werden. Das heißt also, hier diese Befindlichkeitsstörungen können dann echt dauerhaft da bleiben. Und das muss nicht sein. Wir haben mit Hashimoto schon genug zu tun, brauchen dann nicht noch irgendwelche anderen Befindlichkeitsstörungen, nur weil wir nicht genug Vitamine zu uns genommen haben. Dann kann es bei gravierenden Mängeln sogar zu schweren Krankheiten kommen. Und wir können sogar sterben, wenn wir gravierende Vitaminmängel haben. Da das Gehirn nämlich ein Viertel bis zu einem Viertel aller Nährstoffe und somit auch ein Viertel aller Mikronährstoffe, das sind nämlich hier die Vitamine und Mineralstoffe, braucht. Und wenn ein Vitaminmangel dann schon vorhanden ist, dann führt das zu häufig zu nervösen und auch psychischen Störungen. Hier kommen dann Depressionen mit ins Spiel, Angststörungen, Konzentrationsschwächen, Schlafstörungen. Und das sind noch so die, ich glaube, das sind noch so die, ja, ich nenne es mal so die leichtesten in Anführungsstrichen. Sicherlich hast du schon mal was von Skorbut gehört. Das ist mit einer
der bekanntesten und auch der schwersten Vitaminmangelerkrankungen. Hier ist also ein starker Vitamin C-Mangel. Mir unbekannt war bisher die Krankheit Beriberi. Hier ist unter anderem ein Vitamin B1-Mangel und gepaart mit einer einseitigen ungesunden Ernährung oder auf jeden Fall einer einseitigen Ernährung, wo noch andere Vitalstoffe mit gefehlt haben. Nun ist es so, wenn ich mir Vitaminpräparate anschaue, ob die nun synthetisch hergestellt sind oder ob die aus natürlichen Produkten hergestellt worden sind, dann ist es oft so, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hier natürlich auch Einnahmeempfehlungen gibt. Und da muss ich ganz klar sagen, diese Einnahmeempfehlung, das sind so eine Art, ja, das ist so eine Art Erhaltungsdosis. Ne? Die ist so am untersten Rand von dem, was wir Menschen brauchen. Und ich glaube, die ist noch am alleruntersten Rand, wenn es da überhaupt einen Rand gibt, von dem, was wir als Hashimoto-Patienten brauchen. Jeder Hochleistungssportler bekommt mehr Vitamine und muss mehr Vitamine nehmen, weil natürlich der Körper ganz anders arbeitet und hier viel, viel beschäftigter ist. Und ich denke, dass wir mit Hashimoto eben auch jeden Tag eine Hochleistung vollbringen. Und warum sollen wir dann nicht auch Vitamindosierungen nehmen, wie zum Beispiel ein Hochleistungssportler? Dazu solltest du dich allerdings mit deinem Hausarzt in Verbindung setzen. Ich möchte dir jetzt nicht empfehlen oder möchte nicht, dass du aus diesem Live oder aus diesem Video rausgehst, dann sagst du, alles klar, ich verdoppel, ich verdreifache, ich vervierfache jetzt mal eben meine Vitamindosierung. Nein, bitte kläre das mit deinem Hausarzt ab, lass da alles testen, denn da kann auch viel schief gehen, wenn man das einfach so einwirft, ohne das vorher getestet zu haben. Ja, das war's auch schon für heute. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Nachmittag. Denk bitte dran, bei dieser Hitze ausreichend trinken und am besten im Schatten aufhalten, großen Hut aufsetzen, damit man da nicht verbrennt. Mit der Sonnenmilch wäre ich ein bisschen vorsichtig, wenn es chemische Sonnenmilch ist oder chemisch hergestellte Sonnenmilch. Versuch da auf natürliche Produkte zurückzugreifen. Und das war's auch schon von mir jetzt. Tschüss, wir sehen uns morgen zu Leichter Leben mit Hashimoto TV. Da haben wir ein ganz interessantes Thema. Und zwar geht es da um, ich lese es gleich mal vor, womit du rechnen kannst, wenn du deine Ernährung umstellst. Womit du rechnen kannst aus Seiten des Körpers oder von Seiten des Körpers und natürlich auch, womit du rechnen kannst, von Seiten deines Umfeldes, denn hier ist es nicht immer leicht. Hier kannst du, damit du erfährst oder auch mal so dich ein bisschen austauschen kannst, was da mit dem Umfeld passiert. Morgen der Teil Leichter Leben mit Hashimoto TV auf meinem normalen Facebook-Profil. 20.15 Uhr geht's los oder auch auf meinem YouTube-Kanal. Und ansonsten geht es am Mittwoch um 10.30 Uhr weiter mit dem nächsten Teil von Hashimoto 360 Grad. Ich sage tschüss, einen sonnigen Nachmittag. Ciao, dein Peter.